Das Jahr 1956 ist eines der umfangreichsten Jahre, was die Berichterstattung der Zentralen Auswertungs- und Informationsgruppe des Ministeriums für Staatssicherheit angeht. Über 500 Berichte wurden in diesem Jahr produziert. Mehrere tausend Seiten Material liegen dazu vor. Dass es so viele Berichte gab in diesem Jahr, hängt mit einem Ereignis zusammen, das eigentlich außerhalb der DDR stattgefunden hat, nämlich der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Dieser Parteitag fand im Februar 1956 in Moskau statt. Und er war deswegen ein so wichtiges Ereignis, weil Chruschtschow, der KPdSU-Chef, die Verbrechen von Stalin enthüllt hat, sich von ihm distanziert hat und auf diese Weise im Grunde die große Vorbildfigur, die bis dahin existierte, nämlich Stalin, auf den Kopf gestellt hat. Und diese Abkehr von Stalin hatte massive Auswirkungen auf den gesamten kommunistischen Ostblock und natürlich auch auf die DDR. Das begann Ende Juni 1956 mit dem Arbeiteraufstand in Posen, der blutig niedergeschlagen wurde mit über 70 Todesopfern. Das führte dazu, dass die Arbeiter in der DDR reagierten und sagten, passt auf, dass bei uns nicht auch zu solchen Aufständen kommt, dass sie sich solidarisierten mit den Arbeitern in Polen, dass sie gleichzeitig aber auch Angst davor hatten, wenn sie selber den Aufstand proben, geht es ihnen ähnlich. Von größerer Bedeutung noch für die Entwicklung der DDR waren die Ereignisse im Herbst 1956. Denn da sich die Arbeiterschaft in Polen nicht wirklich beruhigt hatte, hatten die Kommunisten dort einen zaghaften Reformvorstoß gemacht und den Reformkommunisten Gomulka an die Spitze der Arbeiterpartei, der Kommunistischen Partei Polens, gewählt, gegen den ausdrücklichen Willen der Sowjetunion. Etwas Ähnliches geschah nach Massendemonstrationen auch in Ungarn im Herbst 1956, wo auch ein Reformkommunist, nämlich Imre Nagy, an die Spitze der Partei gewählt wurde. Hier griff dann aber die Sowjetarmee ein und setzte Nagy wieder ab und es kam zu einem regelrechten Volksaufstand in Ungarn. Und dieser Prozess, dieser Ereignisse, die in Polen und in Ungarn stattfanden, der wurde eng beobachtet, natürlich sowohl von den Machthabern in der DDR als auch von der Bevölkerung. Und da es ja eigentlich positiv anfing mit der Einsetzung von Reformkommunisten an den Parteispitzen, hat man erst sich mehr getraut und diesmal ging das vor allem ab in den Universitäten. Wir befinden uns hier in dem Tieranatomischen Theater, so wie es heute genannt wird. Das ist der Hörsaal der Tiermedizinischen Fakultät der Humboldt-Universität und der war es auch schon 1956. Und die medizinischen Fakultäten waren diejenigen, in denen die Proteste und die Forderungen besonders laut vorgebracht wurden, zumindest hier in Berlin. Und genau hier, in diesem kleinen Hörsaal, fand am 2. November 1956 eine Vollversammlung der Studenten der Tiermedizinischen Fakultät statt. Und hier wählten sie, die Studenten in Ungarn zum Vorbild nehmend, einen Zehnerrat und stellten Forderungen auf. Sie forderten die Abschaffung des gesellschaftswissenschaftlichen Grundstudiums, die Abschaffung des obligatorischen Russischunterrichts, sie forderten aber auch bessere Studienbedingungen, Zugang zu westdeutscher Fachliteratur und bessere räumliche Bedingungen, denn die waren hier sehr beengt. Unter anderem forderten sie, dass ihnen das ehemalige Hauptgebäude wiedergegeben würde, das nämlich vom Außenministerium der DDR beansprucht worden war. Diese Forderungen wurden hier in diesem Saal vor 63 Jahren aufgestellt. Neben den Unruhen an Universitäten gab es aber auch, und das ist weniger bekannt, sehr viele Unruhen in den Betrieben. Dort gab es häufig kurzfristige Arbeitsniederlegungen, kurzfristige Streiks mit Lohnforderungen oder Forderungen nach Normabsenkungen. Und diesen Forderungen wurde meistens relativ schnell entsprochen, solange sie nicht ins Politische, ins Grundsätzliche überglitten. Denn man wollte diesen Unmut möglichst schnell kanalisieren und beruhigen, bevor es zu einem größeren Aufstand kommen würde. Aber durch die Berichterstattung dieses Jahres 1956 zieht sich das Thema Arbeitsniederlegungen, Streiks durch.